In diesem Video schauen wir uns den VPN-Anbieter NVPN genauer an. Als erstes habe ich wie immer mal die Geschwindigkeit getestet und hier gibt es wenig auszusetzen. Es gibt einen Geschwindigkeitsverlust von 10%, was ist aber für einen OpenVPN-Anbieter absolut im Rahmen. Auch der Verlust bei der Latenz kann sich sehen lassen. Ich hatte lediglich einen durchschnittlichen Verlust von 6 Millisekunden, was ein sehr guter Wert ist. Dann kommen wir mal zu den Funktionen. Es wird Port Forwarding unterstützt, das unterstützen nur wenige Anbieter. Wie gesagt, ist es ein OpenVPN-Anbieter. Was mir nicht gut gefallen hat, ist diese Port-Switch-Funktionalität. Normal braucht man immer wieder mal auf TCP 443 eine Verbindung zu einem VPN-Server. Das liegt daran, dass HTTPS auf 443 läuft auf TCP und da tun sich einige Firewalls schwer, das zu blocken. Das hatte ich auch persönlich schon in einem Hotel mal, dass da das WLAN blockiert war auf allen anderen Ports und nur über diesen Port konnte ich tatsächlich zu meinem VPN-Anbieter eine Verbindung aufbauen. Jetzt bei NVPN verhält sich das ganz besonders. Man kann das zwar benutzen, man muss dann im Webinterface einstellen, dass man das benutzen möchte. Das heißt, das gilt dann aber ab dann für jede Verbindung und man kann es nicht rückgängig machen. Der Nachteil von TCP zu UDP ist, dass man Geschwindigkeitseinbußen hat. Das heißt, wenn man einmal diese Funktion braucht und muss im Webinterface umstellen, ist man immer auf TCP festgelegt und hat den Nachteil der langsameren Geschwindigkeit. Andere VPN-Anbieter bieten da einfach andere Konfigurationsdateien an. Also das ist schon sehr umständlich gelöst und man muss halt immer mit den Nachteilen leben. Dann kommen wir zu einem nächsten Problem und zwar dem Server-Switching. NVPN ist ein Anbieter, bei dem man erstmal festlegen muss, zu welchem Server man sich verbinden möchte und auch nur zu diesem Server kann man sich dann tatsächlich verbinden. Das Wechseln zu einem anderen Server ist nur einmal gratis, obwohl die wirklich viele Server im Angebot haben. Möchte man jetzt doch zu einem anderen Server wechseln, ist das kostenpflichtig. Wenn man natürlich einen VPN benutzt, um Georestriktionen zu umgehen, wie zum Beispiel das Schauen der irgendwelcher Mediatheken oder BBC iPlayer, ist das natürlich genau das, was man nicht möchte, denn da muss man sich regelmäßig zu verschiedenen Servern verbinden. Später schauen wir uns die Preise nochmal genauer an. Und auch das Switching an sich ist kompliziert, man muss sich dazu ins Webinterface einloggen oder eben in der Software umschalten, zu der kommen wir später auch noch. Das heißt aber, wenn ich zum Beispiel auf Android bin und habe dort das OpenVPN-Profil importiert, kann ich von da aus diesen Server-Switch gar nicht antriggern, sondern muss immer ins Webinterface oder in die Software. Genau, und eine eigene Software gibt es auch, das ist auch ein Pluspunkt. Ja, dann kommen wir mal nochmal zum Server-Switching. Das sieht halt eben so aus. Man hat dann im Webinterface eine Übersicht der Server, muss sich den Server aussuchen, zu dem man hin möchte. Dann sagt man Switch Me. Man muss an der Konfigurationsdatei von OpenVPN nichts mehr ändern, denn da wird einfach die DNS-Auflösung umgeschossen. Oben sieht man schon, was das Serverwechseln kostet. Kommen wir mal zu den Funktionen. Es werden verschiedene Protokolle unterstützt. Am wichtigsten ist für uns natürlich hier OpenVPN. Man bekommt auch ein Proxy zur Verfügung gestellt und es gibt 60 Server auf 39 Länder aufgeteilt. Kommen wir zur Sicherheit. IP-Leaks werden erfolgreich unterbunden. Das lässt sich in der Software einfach in Windows einstellen. IP wird nicht gelockt. Wie gesagt, haben wir ja OpenVPN mit einem hohen Sicherheitsstandard. Es wird auch S-Tunnel unterstützt, was auch einem Umgehen von restriktiven Firewalls wie in China zum Beispiel ermöglicht. Kommen wir zum Support. Dort gibt es ein Ticketsystem, es gibt eine Knowledge Base mit guten Anleitungen und auf Tickets wurde bei mir immer geantwortet. So, und jetzt kommen wir mal zu einem speziellen Thema, nämlich der Benutzerfreundlichkeit. Das finde ich bei NVPN unmöglich. Eigentlich ist es ein guter VPN-Anbieter, aber mit so einigen Nachteilen, die ich eigentlich gar nicht in Kauf nehmen möchte. Nämlich, wie gesagt, Server-Switching kostet Aufpreis. Verschiedene Config-Files, wie man es von anderen VPN-Anbietern bekommt, dass man sich zum Beispiel mit Android einfach verbinden kann und da auch den Server schnell wechseln kann. Das ist gar nicht so einfach. Das gibt es zwar, wenn man an die rankommen möchte, muss man aber mindestens 6 Monate Unlimited Switching gekauft haben und einen mindestens 6 Monats Account für VPN. Und dann muss man nochmal beantragen, dass man diese Config-Files bekommt. Erst dann gibt es die. Es gibt zwar eine eigene Software, die wird aber nicht offiziell beworben und kann man auch nirgends auf der Webseite runterladen. Ich habe dann vom Support einen Link zu der Software bekommen. Und mit dem Hinweis, naja, die ganze, es wissen ja alle, dass wir diese Software haben, wird aber auf der Website nicht mit einem Wort erwähnt. Und was auch schlecht ist, in der Software wird S-Tunnel nicht unterstützt. Selbst wenn ich den S-Tunnel manuell aufsetze, eine Verbindung zu S-Tunnel mit der Software habe ich nicht hinbekommen. Ich musste immer die OpenVPN-Config-Files anpassen und das ist eben in der Software nicht möglich. So, jetzt kommen wir zu den Preisen. Normalerweise, wenn man jetzt keine besonderen Ansprüche an VPN hat, würde ich sagen, man nimmt so eine Shared IP. Da ist jetzt NVPN gar nicht mal so teuer. Für den Jahresaccount zahlt man $40. Allerdings halt nicht vergessen, Server-Switching ist da nicht
inbegriffen. Wenn ich jetzt Service-Switching haben will, habe ich mal so eine Vergleichsrechnung aufgemacht. Also man muss einen Jahresaccount VPN für $40 kaufen, fürs Doppelte einen Jahresaccount für Unlimited Service-Switches, ist dann also auf Gesamt auf $120. Wenn ich jetzt mal mit zum Beispiel AirVPN vergleiche, da zahle ich halt 54 Euro für einen Jahresaccount und das sind die Server-Switches inbegriffen. Das ist jetzt zwar Dollar-Euro, aber die Umrechnung spare ich mir mal, die sind ja eh fast gleich viel wert. Man zahlt also im Grunde bei NVPN das Doppelte und hat halt noch diese Nachteile von dieser mega komplizierten Software. Ja, was hat mir jetzt also gut gefallen bei NVPN? Die Geschwindigkeit war ordentlich, OpenVPN wird unterstützt, Port-Forwarding, es gibt einen guten Support, S-Tunnel wird unterstützt, man kann es also auch aus China heraus verwenden, kein IP-Logging. Man hat zusätzlich noch verschiedene Protokolle zur Auswahl, also nicht nur OpenVPN. Es gibt eine ganze Menge Server, zu denen man sich verbinden kann. Und es gibt in der Software einen integrierten Killswitch, der verhindert, dass die IP leakt. Was mir nicht gefallen hat, ist die Benutzerfreundlichkeit, der viel zu hohe Preis und die eigene Software gibt es erst auf Nachfrage.